Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Achtung, dieses Video wird stark mit Sarkasmus, Ironie und schwarzem Humor durchzogen sein. Dennoch verlassen wir nicht den Weg der Fakten. Alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich betreibe auch einen Discord-Server. Ich würde mich freuen, auch dort mit euch ins Gespräch zu kommen und auf euren Input einzugehen. Im Moment ist da noch nicht viel los. Und ich würde mich freuen, dort etwas mehr Leben in die Bude zu bekommen. Es sollte in diesem Beitrag eigentlich nur am Rande um unseren Kinderfreund Epstein und vielmehr um Jimmy Savile gehen, einen weiteren pädophilen Prominenten. Die beiden haben in meinen Augen doch so viel gemein. Beide waren reich, beide waren Kinderfreunde und das Beste zum Schluss, beide weilen nicht mehr unter uns. So eine Schande. Ich vermag es nicht, meine Trauer in Würde zu verpacken. Das Thema Jimmy Savile und seiner Zuneigung zu Kindern werde ich dann in einem späteren Beitrag behandeln. Es erscheint mir gerade geboten, sich mit dem Ableben von Epstein auseinanderzusetzen. Wenn ihr euch ein besseres Bild über diesen Kinderfreund machen wollt, meinen ersten Beitrag findet ihr in der Infocard als auch in der Videobeschreibung, damit ihr wisst, um wen wir gemeinsam trauern. Über das traurige und unerwartete Ableben Jeffreys berichtet unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung, er soll minderjährige Prostituierte vermittelt und selbst vielfach sexuell missbraucht haben. Nun ruft der offensichtliche Suizid des im Juli inhaftierten Jeffrey Epstein Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Merkwürdig, diese Verschwörungstheoretiker sind aber auch überall. Vermutlich steigen nun wieder die Preise für Alufolie? Nun ja, ich schweife ab. Am Samstag, den 10.8. um 6.30 Uhr Ortszeit wurden die Überreste von Epstein in einer Zelle des Metropolitan Correction Center in Manhattan gefunden. Alle Versuche, ihn zurück ins Leben zu holen, schlugen fehl. Daraufhin wurde er dann im Krankenhaus für tot erklärt. 2 Wochen vor seinem Ende wurde er bereits halb bewusstlos mit Spuren am Hals in der Zelle aufgefunden. Ob er sich diese Verletzung selbst beibrachte oder ob er angegriffen worden war, ließ sich bis dato nicht klären. Zumindest ist nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Infolge dieses Zwischenfalls stand er eigentlich unter ständiger Beobachtung der sogenannten Suicide Watch. Dies bedeutet Kontrollen alle 15 Minuten, Beleuchtung der Zellen, beziehungsweise der Zelle, Videoüberwachung und spezielle Kleidung und Bettzeug aus Papier oder sehr dünnen Stoff, um selbstgedrehte Stricke unmöglich zu machen. Trotzdem hat dieser nun hoffentlich im wahrsten Sinne des Wortes Teufelskerl es geschafft, sich selbst das Leben zu nehmen. Werte FAZ, werte Zuseher. Dann kommen wir mal zu den Knackpunkten, die ein Suizid als Verschwörungstheorie erscheinen lassen. Zumal sollte ein solch hochkarätiger Insasse mit all seinen Verstrickungen in die Wirtschaft, in die Politik, ja selbst in die adligen Kreise nicht generell unter besonderer Beobachtung stehen? Laut einem gewissen Michael Cordray soll die Videoüberwachung eine Fehlfunktion gehabt haben. Allerdings ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen. Er selbst gehört zu der neuen Rechten in den USA und bleibt Quellen dieser Aussage schuldig. Es geht aber noch weiter. Die New York Post berichtet, former MCC-Inmate, there's no way Jeffrey Epstein killed himself. Demnach wurde ein ehemaliger Insasse des Metropolitan Correction Center, der auch Monate in der sogenannten Special Housing Unit vor High-Profile Prisoners verbracht hatte, befragt. Demnach seien die Zellen über 2,70 Meter hoch, die Kleider und das Bettzeug so stabil wie Papier. Die unter Beobachtung stehenden Insassen bekommen eine spezielle Jacke verpasst, die es ihnen unmöglich machen soll, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Auch das Bett scheidet als Hilfsmittel aus, da es am Boden befestigt ist. Nichts, was einem selbst gefährlich werden kann, wird einem ausgehändigt. Will man beispielsweise einen Brief schreiben, bekomme man Stifte aus Gummi und vielleicht einmal die Woche ein Blatt Papier. Die Quelle berichtet weiterhin, dass die Haftbedingungen sehr hart sind. Er habe Leute selbst an den Umständen zerbrechen sehen. Den Freitod von Jeffrey Epstein schließt er allerdings aus.
Die Daily Mail aus England weiß auch von weiteren Unregelmäßigkeiten zu berichten. Jeffrey Epstein's guard did not check his cell according to the procedure. Die Wärter haben also seine Zelle nicht wie vorgegeben alle 15 Minuten kontrolliert. Ja, ihr habt richtig gehört. Kurz vor seinem vermeintlichen Freitod nahm man ihn aus der Beobachtung für selbstmordgefährdete Häftlinge heraus. Diese Vorgehensweise sorgte nicht nur bei ehemaligen Wärtern der Einrichtung für Unverständnis. Wir reden hier nicht von einem dahergelaufenen Eierdieb, wobei in gewisser Weise schon, Zwinker-Smiley. Ich denke, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man von einem Erdbeben auf politischer Ebene spricht. Das FBI hat die Ermittlungen aufgenommen und diverse hochrangige Politiker verlangen nach Aufklärung. Unser Kinderfreund hätte so lange unter Beobachtung bleiben sollen, bis er seine Strafe abgesessen hätte, so die Forderungen. Auch seine Opfer sind schockiert. Ihm bleibt die verdiente Gerechtigkeit verwehrt. Dies hätte ja auch unter Umständen immense Geldsummen beinhalten können. Eine positive Sache, neben seinem Versterben, ist die Tatsache, dass nun auch Weggefährten in den Fokus der Ermittlungen geraten könnten. Eben jene Gestalten, die im Rahmen des Deals aus dem Jahre 2008 noch Immunität hätten bekommen können. Sein Lebensende ereilte ihn innerhalb 24 Stunden, nachdem mehr als 2000 Seiten an Dokumenten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Diese Dokumente beschäftigen sich, wie sollte es auch anders sein, mit seinen Hobbys, Mädchen für Sex zu gebrauchen und diese an seine erlesenen Freunde zu verkaufen. Jetzt versetzt euch mal einen Augenblick in die Rolle eines seiner mächtigen und einflussreichen Freunde bzw. Mittäter. Wie würdet ihr fühlen, denken und möglicherweise auch handeln? Was denkt ihr? Alles nur Verschwörung? Selbst der Justizminister William Barr sieht hier Unregelmäßigkeiten. Auch wenn es Epstein geschafft hat, sich feige aus dem Leben und seiner Verantwortung für seine Taten zu stehlen, bleibt es dennoch ein Skandal. Sowas hätte gerade in einer besonders gegen Suizid gesicherten Einrichtung nicht passieren dürfen, ob nun Verschwörungstheorie oder nicht. Und wie nennt ihr das, wenn sich reiche alte Männer treffen und dann gemeinsam Spaß mit minderjährigen Mädchen zu haben? Ist das dann keine Verschwörung, werte FAZ? Eine Frage drängt sich mir noch auf. Wenn man die vermeintlichen Verschwörer zum Verstummen bringen will, wieso stellt man dann nicht das Material der Videoüberwachung zur Verfügung? Zumindest vielleicht einzelne Frames. Soweit dieses Update zum Ableben dieses in meinen Augen Widerlings. Sollte es neue Entwicklungen geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, teilt das Video, kommentiert fleißig, liked oder disliked und kommt gerne auf den Discord. Aber auch über ein Abo würde ich mich freuen, denn ihr wisst ja, für euch ein kleiner Klick, für mich ein großer Schritt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M5.